Hier geht es über den Asseberg und den 699 Meter hohen Ernstberg hinein in eine Landschaft, die immer wieder durch ihre Vielfalt den Betrachter in seinen Bann zieht. Nachdem wir den Ort Pelm verlassen haben, liegt nach beschwerlichem Anstieg neben der Kasselburg selbst das Forsthaus Kasselburg vor uns, das neben Köstlichkeiten aller Art auch die größte Wasserorgel Europas zu bieten hat. Mit einem letzten Blick auf Pelm beenden wir unsere heutige Wanderung auf dem Vulkanweg Nummer 13. Mittelpunkt der Vulkaneifel ist die Kreis- und Kurstadt Daun. Sie hat 9000 Einwohner. Die Umgebung der Stadt ist altes Siedlungsgebiet, wie Funde aus der Zeit um 1000 bis 500 vor Christi belegen. Die wechselvolle Geschichte des Ortes mündet 1817 in die Angliederung an Preußen mit der Verleihung der Stadtrechte. Diese Rechte wurden erneuert, nachdem es gelungen war, das im Zweiten Weltkrieg über die Hälfte zerstörte Daun wieder aufzubauen. Thank you.
Das Eifel-Vulkanmuseum in der Stadt hat das Ziel, dem Besucher ein hautnahes Erleben vulkanischer Tätigkeit zu vermitteln. Neben vielen Informationstafeln und Fotos sind es die Millionen Jahre alten Mineralien und Kristalle, die von großem Interesse sind. Hier oben zwischen Deudesfeld und Meerfeld hat man einen grandiosen Ausblick auf die Landschaft der Vulkaneifel mit ihren Maren und Vulkankegeln. Das ist das Meerfelder Maar. Einmal rundherum Laramie. Julien durch ein Hebel oder eine Mark reinwerfen.
Hier geht es kurz vor Manderscheid in die Wolfsschlucht über die kleine Kill. Burgen waren im Mittelalter Zentren der Herrschaft und der Macht. Dies wird besonders am Beispiel der beiden Manderscheider Burgen deutlich. Die ältere ist die Oberburg. Sie wurde 973 erstmals auf einer Schenkungsurkunde an den Erzbischof und Kurfürsten von Trier erwähnt. Die gegenüberliegende Niederburg stammt aus dem Jahre 1173 und war Stammsitz der Grafen von Manderscheid. Vor uns liegt Manderscheid. Heute, am Sonntag, sehen wir uns Doldesfeld an.
Die Schneidmühle in Maisburg ist heute das Ziel unserer Wanderung. Eine Sägemühle, deren Ursprung bereits im Mittelalter liegt. 1922 kam die Mühle in den Besitz der Familie Schneider und wurde bis 1968 betrieben. Die 1988 renovierte Mühle ist heute ein Denkmal. Die Inhaberin zeigt, wie über einen 350 Meter langen Staugraben Wasser auf das 6,70 Meter große oberschlächtige Wasserrad gegeben wird. Die Kraft wird auf ein Vertikalgitter mit zwei Sägeblättern übertragen, die dann Baumstämme zu Balken und Brettern zersägen.